Jetzt bremsen wir unsere Touristin nach Hause. Und ich würde mal sagen, 35 Kilometer ist safe. Wir kommen ja aus einer gesunden Höhe zurück. Und jetzt machen wir hier noch die Chutes sauber, dass wir das nicht unterwegs irgendwie verlieren. Zack, zack, zack. Copy to other Chutes und scharf machen. Und ich gucke nochmal sicherheitshalber nach. Aber das hat funktioniert wie immer. Das heißt, wir machen auch den scharf und dann würde ich sagen, die kappeln wir mal unseren Motor und lassen die gute Frau nach Hause kommen. Dann haben wir nämlich die Touristin schon mal safe. Dann müssen wir nur noch die anderen Typen kurz nach Hause holen und die sind mittlerweile auch fast auf ihrer Apoaps angekommen. Ich denke mal, wenn wir die Landung hier durch haben, können wir einfach direkt vom Tracking Center aus rein und machen dann eine schöne, weiß ich nicht, 40 Kilometer Anflug. Ja, wahrscheinlich machen wir 35. Die Kapsel ist gut abgesichert mit einem dicken Hitzeschild. Dann können wir die sauber reinholen und müssen nicht mehrere Aerobrakes machen mit mehreren Umdrehungen, sondern können direkt in einem Anflug uns das Ganze nach Hause holen. So, jetzt kommt der Aufschlag auf die Atmosphäre und damit wir wirklich jetzt noch ein bisschen dazu kommen, uns auch mal mit dem ganzen Forschungskram zu beschäftigen, würde ich jetzt mal den Atmosphärendurchflug auch mit dem Zeitraffer abhandeln. Damit wir zumindest ein bisschen vorwärts kommen. Guck mal, ein hübscher kleiner See. Und Grafikfehler, wenn man es dreht. So. Wie gesagt, ich bin da jetzt eigentlich ganz unbesorgt. Das Einzige, was ein bisschen sein könnte, dass die Aerodynamik komisch ist durch den Payload-Adapter, also hier durch dieses Utility-Ding. Utility Bay heißt es, glaube ich. Aber da wir Retro halten können und hier drin auch noch ein kleines Reaction Wheel haben, sollte das eigentlich super entspannt sein. So. Geschwindigkeit ist okay. Bremsung läuft, aber unser Hitzeschild tut das, was er tun soll, nämlich sich langsam zerfasern und nach hinten eine hübsche glühende Spur abgeben. Und unser Pod hält sich so im weitesten Sinne im Retrograde. Sieht gut aus. Wir sind auch gleich aus der schlimmen Phase raus. Service Bay, genau, nicht Utility Bay, Entschuldigung. Du hast natürlich recht, Lampe. Und nächster Halt ist der Katastrophenplanet. Jein, jein. Also, wir bauen jetzt gerade an der Moon-Basis. Also ich möchte jetzt auf den Mond, weil das einfach eine Entfernung ist, wo wir wirklich safe evakuieren können, wenn ich mich irgendwie vertue. Wir müssen ja mal lernen, wie das alles funktioniert. Ich will lernen, wie das mit der Medic Bay funktioniert. Wir müssen Science-Punkte sammeln, um auch die Sachen freizuschalten. Wir hätten im Moment gar nicht die Möglichkeit, sinnvoll ohne ein Monster-Raumschiff genug Habitation zusammenzubekommen, um nach Duna zu fliegen mit mehr als zwei Leuten gefühlt. Im Startfenster in 150 Tagen so Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Boah. Gut gelandet. Vielen Dank für dein Abo und ich freue mich und nochmal vielen Danke. Ja, bist hier gut gelandet und in 156 Tage waren es vorhin, wahrscheinlich sind es jetzt noch 140 oder so, öffnet sich ein Startfenster nach Duna, da würde ich gerne Satelliten und vielleicht einen Rover, wenn wir schon die Bauteile haben, vorschicken, um die Gegend schon mal ein bisschen zu erkunden. Und ja, vielen lieben Dank, Bohr. Das ist jetzt meine zweite, ich sag mal, echte Sub. Der Rest hat unechte, die sind aber auch nicht unecht, Twitch Prime Subs gemacht. Also vielen lieben Dank, viel Spaß beim Zugucken und an die Subscriber, also an die Abonnenten nochmal und an alle, die drüber nachdenken. Ja, es gibt sogar spezielle Smileys und zwar gibt es für euch ein Köbel-Smiley, der ist aber noch in der Freischaltung, es dauert noch. Ich nehme an, durch die ganzen Affiliates, die sie jetzt erlaubt haben, braucht das einfach ein bisschen. Dann habt ihr hoffentlich irgendwann bald mal ein Köbel-Smiley. Ja, und wenn das so weitergeht mit den Abos, dann können wir jede Woche ein Gewinnspiel machen. So sieht's aus. So, jetzt mache ich aber wieder einen Zeitraffer an, damit wir noch die anderen Köbels retten können. So, aber unsere Touristin ist gut durchgekommen.
Versuch's mal auf Deutsch auszusprechen. Boah. Boah? Das klingt mehr Englisch. Boah. Verrückt. So. Oh, ein bisschen schnell sind wir. Nicht, dass uns hier das Service Bay zerdrückt. Aber hey, dann ist das so. Hauptsache, die Kapsel überlebt. Und Proxy, auch das ist völlig okay. Und es ist auch alles okay für Leute, die sagen, gar nichts. Wir gucken einfach nur. Auch gucken ist okay. Ich freue mich auch über jedes Follow. Um Himmels Willen. So, Trary ist, oder Trare, wenn wir bei deutscher Aussprache bleiben, ist heil zu Hause angekommen. Das heißt, wir haben jetzt hoffentlich auch ein Häkchen hinter dem Vertrag. Und jetzt holen wir mal noch unsere Hauptcrew. 143 Tage übrigens noch. Da hatten wir die Diskussion ja gerade. Da geht es dann hoffentlich mit dem Rover, aber auf jeden Fall mit dem Satelliten rüber. Und ja, alles gut und auch alles erledigt. Das gab 133.000. Das hat schon mal viel davon finanziert, plus die anderen Aufträge, die wir noch erledigt hatten, dieses Forschungszeugs. Und jetzt kommt der Part mit leckerer Wissenschaft. Da ist er. Knapp über die Apoapsis drüber, aber wir haben eigentlich genug RCS, dass wir das in einem Schwung machen können und so weit runterbremsen, weil wir haben ja RCS wieder aufgefüllt. Das sollte hinhauen. Und wir haben ja auch einen Körbel rausgeschmissen. Die hat mit Anzug ganz schön viel gewogen. So. RCS an. Retrograde und Feuer frei. Ich würde jetzt mal, naja, je nachdem, was zuerst passiert, entweder uns so auf 40 Kilometer annähernd runterbringen oder unser RCS ist alle. Und dann sind wir halt so hoch, wie unser RCS das noch zugelassen hat.60 Kilometer. Naja, die 40 werden wir nicht ganz knacken, aber die 55 kriegen wir bestimmt noch hin. Aber dann werden wir wahrscheinlich nicht in einer Runde durchkommen. Aber das ist dann so. Gut, gucken wir mal, was der Tag so bringt. Achso, bevor dann jetzt irgendwelche komischen Sachen passieren mit den Typen, weil vielleicht der Strom ausfällt oder so, stellen wir mal hier die Fallschirme ein auch. Hat er kopiert? Hat er kopiert. Sehr schön. Machen die schon mal scharf, dass das auf jeden Fall gegeben ist. So. Ja, und dann Feuer frei. Oh. Ah. Ach, jetzt. Das sind schon wieder diese ganzen Bodenexperimente, ne? Oh ne, mach mal ruhig quer. Obwohl, Retro ist vielleicht gesünder. Retro ist vielleicht gesünder. So, wir gehen auf 55 Kilometer rein. Das wird uns nicht komplett auf den Boden runterziehen. Genau. Also sehe ich auch so wie du, Proxy. Am Ende des Tages kann und muss auch nicht jeder Geld spenden. So bleibt es auch was Besonderes und ich freue mich dann noch ein bisschen mehr drüber, wenn es dann mal passiert. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn mal ganzes Stream nichts passiert, aber im Moment fluppt das ja mit euch hier. Ihr seid ja am Subscriben wie die Großen. Und ich versuche so lange dann mal keine Kerbals umzubringen. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, einfach nur wichtig, dass ihr Spaß an dem Stream habt und meine Solarpanels überlebt haben. Meine Solarpanels haben überlebt. Yay, damit habe ich auch noch Habitation für die nächste Runde. Und wir sind runter auf 746. Das könnt ihr natürlich auch hier oben gucken. So. Und wir machen dann direkt die nächste Runde. Sobald wir auf den 70 sind. Das ist jetzt der Fall. Ah, die kriegen wir auch noch runter. Hui. Und wieder rum.
Noch eine Runde. Das ist aber auch ganz gut. Wir haben gerade ja eh so ein paar Missionen, wo wir Zeit runtertickern müssen. Wir müssen nämlich warten, bis der hier seine, ich glaube, das waren irgendwie 57 Tage oder irgendwie sowas durch hat. Und wir müssen warten, bis unser Space Camp die 40 Tage durch hat. Guck mal, das ist auch in 12 Tagen und 5 Stunden und 14 Minuten durch. Wir sind also gut vorwärts gekommen durch die Minmus-Mission. Dann wird's spannend. Da werden ein paar Astronauten wohl draus entstehen, wenn ich die Mission richtig verstanden habe. Also viele von denen werden dann einfach sagen, oh, wir wollen wieder nach Hause, das war gar nicht so toll. Wir mögen gar keinen Weltraum. Und ein paar werden wohl zu Körbonauten. Und die werden dann natürlich auch wieder zu Zuschauer-Körbonauten. Werden dann entsprechend umeditiert, sobald ich sie auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht habe. Also auf den Körbenboden. Und dann gucken wir mal, auf welchen Hinterwäldler-Planeten wir sie versetzen können oder in welche abgelegene Raumstation. Ja, und ich glaube, bevor es so Richtung, also so richtig Richtung Duna geht, muss noch ein bisschen was passieren. Also Mond, also Moon auf jeden Fall erste, ich sag mal, größere Raumstation, um ein paar Funktionsweisen kennenzulernen, um dieses ganze Ackerbau-Ding kennenzulernen. Und dann gucken wir mal, ich glaube, es macht auch Sinn, dann noch eine Minmus-Raumstation zu bauen, die halt von der Funktionalität her eher auf Tanken ausgelegt ist, damit wir dort zwischentanken können auf dem Weg zu anderen Planeten. Und wo kann man sich melden für einen Körbel? Der Link ist entweder im Discord oder wenn du auf meinem YouTube-Kanal guckst, ist unter jeder Folge, die ich zeichne das hier ja nebenbei auf. Ich habe heute übrigens mal den Aufnahmeknopf gedrückt. Ha! Ist der Link drunter zu einem Formular. Da kannst du ausfüllen, wie dein Körbel heißen soll, was das für ein Körbel sein soll. Also ob er ein Pilot sein soll oder ein Wissenschaftler oder ein Ingenieur oder ein Farmer oder ein Bergarbeiter, Quartiermeister. Es gibt ganz viele Charakterklassen. Und wo du gerne stationiert sein möchtest. Und ich pick mir dann für die Mission immer Leute raus, die da entsprechend auf das Berufsbild passen. Ja, und schick euch dann quer durchs Weltall. Ich kann euch natürlich nicht versprechen, dass immer exakt das wird, was ihr wollt. Das, ich glaube, momentan ist auch eine Biologin, die irgendwann mal nach Duna möchte. Ich glaube, die Diana Kerman ist das. Auf der Körbenraumstation und macht da ihre Trainingseinheiten. Weil ich beim Rekrutieren vorbeigegriffen habe oder so, ich weiß es nicht. Nee, es gibt keine Tabelle, wo steht, was man ist, aber ihr könnt, glaube ich, wenn ihr euch schon eingetragen habt, könnt ihr das Formular einfach wieder aufmachen. Das ist ja an euren Google-Account oder Mail-Account oder was auch immer gebunden, also ihr könnt euch ja noch einmal eintragen und könnt das jederzeit ändern. Also solange ihr noch nicht im Spiel seid, könnt ihr gerne das auch nochmal ändern, wenn ihr euch das anders überlegt habt. Ab dem Punkt, wo ihr drin seid, könnt ihr natürlich so viel ändern, wie ihr wollt. Ist dann zu spät, ihr seid dann nämlich schon drin. So. 550. Mühsam ernährt sich das Körbelhörnchen. So. Und nochmal im Kreis herum. Ich hoffe, hier geht uns nicht irgendwas aus, aber dadurch, dass die Runden relativ schnell sind, bin ich relativ entspannt. Die Moon Space Station haben wir noch ein bisschen Puffer. Da müssen wir aber auch dran denken, dass wir so in, ich sag mal, in den nächsten 60 Tagen langsam mal eine Evakuierung dann irgendwann durchführen. Oder eine Evakuierung, also eine Crew Rotation mit Nachschub und so. Und auf dem Mond selber ist auch in 56 Tagen das Licht so langsam aus. Ja, ja, ja. Ich hänge immer noch als Techniker auf der Körbelraumstation. Wieso denke ich gerade an die Mir? Das weiß ich nicht. Weil du ein paar Mal zu oft Armageddon gesehen hast mit dem zurückgelassenen russischen Techniker. Oder Astronauten, das wurde ja nicht weiter drauf eingegangen, ob der Techniker ist. Da war doch auch ein Sohn, oder? War das bei Armageddon? Wo auf der Mir, als sie mit den Shuttles danach tanken, so ein so ein armer, zurückgelassener Astronaut war? Oh Gott, bin Ingenieur und Wissenschaftler im realen Leben. Was soll ich als Körbel sein? Als Körbel sein, deiner Meinung nach? Also du kannst sein, was immer du sein willst, außer Manuel Neuer.
Wenn du deinen beruflichen Pfad auch auf Kerbin weiter fortsetzen sollst, dann würde sich wahrscheinlich anbieten, wenn du entweder Ingenieur oder Forscher nimmst, also Scientist oder Engineer. Aber wenn du mal was ganz Neues probieren willst, könntest du auch ein sehr unbeliebter Beruf zum Beispiel bisher, gibt es nur sehr wenige für, ist der Bergarbeiter. Ich weiß gar nicht, warum Bergarbeiter sein so unbeliebt ist. Du kannst aber auch mal Zerstreuung suchen und dich als Tourist anmelden. Dann werden Touristenmissionen mit dir geflogen. Und mach, was immer du möchtest. Um Himmels Willen, mach entweder das Gleiche, was du im normalen beruflichen Leben machst, nur halt im Weltraum dann, oder werd Farmer im Weltraum. Warum denn nicht? Einfach nur, weil es geht. Also, guckt einfach, da ist im Dropdown-Menü ist alles drin, was es so gibt. Und wenn ihr wissen wollt, was diese Charakterklassen genau machen, dann müsst ihr mal nach dem USI-Wiki suchen. Oder ich glaube, im Formular hatte ich es auch verlinkt. Die meisten Sachen sind aber recht selbsterklärend. Also ein Bergarbeiter baut natürlich Ressourcen ab und ein Farmer baut Grünzeug an. Meine Güte, wir sammeln hier immer noch schön Wissenschaftsdaten die ganze Zeit ein. Und ich hoffe, dass wir auch bald mal eine Landung einsammeln. Okay, wer auch immer gesagt hat, ich hätte Treibstoff klauen sollen. Du hattest recht. Monopropulant war eine Scheiße. Tristan, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Gli79, vielen Dank für dein Abo. Freut mich sehr und nicht vergessen, dich auch dann brav einzutragen, falls du das noch nicht getan hast, in die Körbeliste. Und gilt natürlich auch für alle anderen, die zugucken und auch mal mitspielen wollen. Ich sage euch nur schon mal, seid ein bisschen geduldig. Ich glaube, es sind mittlerweile über 300 Kerbals in dieser Liste eingetragen. Wir haben viel vor. Wir wollen viel kolonisieren. Wir wollen viele Stützpunkte aufbauen. Das wird mit der Zeit werden. Aber ich kann natürlich nicht 300 Kerbals innerhalb von 2 Folgen. Also wir machen jetzt hier gerade den 13. Livestream der Serie. Ist also noch nicht so viel passiert. Über Minmus sind wir noch nicht hinausgekommen. Und wir üben auch gerade mit ersten kleinen Raumstationen. Habt Geduld. 300 Kerbals sind eine ganze Menge. So. 350 Kilometer. 350 Kilometer. Boah, du hattest recht. Informer. Du meinst hier Informer von... Wie hieß der denn? Das war so diese... Wie hieß denn dieser Musikstil? Euro-Disco oder sowas? Oder? Hieß das Euro-Disco? Diese Mucke? Wie hieß denn der mit diesem Informer-Lied? Irgendwer von euch weiß das bestimmt. Okay, Eurodisco ist richtig. Da habe ich mich richtig erinnert. Aber... Wie hieß denn der Typ das? Also ich kenne das Lied, aber mir... Und ich weiß bestimmt, auch wenn jemand den Namen sagt, wie der Typ hieß, der dieses Informer-Lied gemacht hat. Ich bin mir... zu 99,% sicher, dass ich den Namen eigentlich kenne, aber er kommt gerade, liegt mir auf der Zunge, aber er kommt nicht raus. Er kommt nicht raus. Und der Flitzi 96, das ist auf jeden Fall ein Jahrgang, in dem das Lied hätte geschrieben oder veröffentlicht werden können. Danke für den Follow. So, 340 Kilometer Höhe noch. Aber es wird langsam, wir kommen auch langsam mit jeder Runde ein bisschen tiefer. Ein bisschen zumindest. Okay, ich muss das jetzt googeln. Informer von der Eurodisco und das ist Snow, hieß der. Snow mit dem Lied Informer. So sieht's aus. Mal kurz gucken. Ne, das mache ich ja. Ich wollte gerade sagen, ich kann mal kurz gucken, dass ich das Lied mal kurz anmache. Bei Twitch ist das, glaube ich, nicht ganz so kritisch. Aber da ist mir wieder eingefallen, ich wollte die Folgen ja noch bei YouTube hochladen. Tut mir leid, ich kann das Lied jetzt nicht spielen. Sonst habe ich die längste Zeit mal was bei YouTube hochgeladen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das ein bisschen kritischer sehen mit solchen Erfolgstiteln. Zack. Und ich will auch nicht dann die halbe Tonspur rausschneiden müssen. So. Ja, der Bot mag Links tatsächlich nicht. Ich sagte es ja bereits. Es hat sich seitdem nicht besonders viel dran geändert. So, wir drehen noch eine Runde. Aber jetzt wird's langsam. Wir sind bei 244 Kilometer angekommen. Und ich hoffe mal... Ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes.
Radial out. So, wir stellen uns jetzt mal quer in den Wind, weil noch dürfte die Temperatur auch ohne Hitzeschild ganz gut auszuhalten sein, um möglichst viel Bremswirkung zu erreichen. Wir spielen jetzt einfach mal Backsteinwand. Einfach mal Backsteinwand, damit das hier ein bisschen schneller geht. Das sieht gar nicht schlecht aus. Er kommt jetzt sehr schnell runter mit der Apoapsis. Na, pass auf. Und ich glaube, wenn ich den Kalender richtig gesehen habe, der Emojack ist ab nächste Woche auch wieder da. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin mal gespannt, wie es bei dem weitergeht. Mit seinen KSP-Eskapaden. Der fliegt ja immer riesen Trümmer durchs Sonnensystem. Vermiss ihn schon ein bisschen, mein Jack. So. 100. Jawohl, ich glaube, jetzt ist so der Punkt gekommen, wo wir mit gutem Gewissen Retrograde gehen können. Oder? Ja. Ah, Retro. In der Mitte ist schon echt heiß. Ich sehe gerade, nicht nur mit gutem Gewissen, sondern wir sollten das unbedingt tun. Das Ding in der Mitte mit dem nuklearen Stromerzeugungsteil ist ziemlich rot. Das sollten wir lieber nicht provozieren. So. Dann kann sich das mal wieder ein bisschen abkühlen. Und ich glaube, jetzt wird's auch... Ah, wir werden, glaube ich, nochmal ganz kurz rausgehen aus der Atmosphäre. Aber im Großen und Ganzen wird das... Habe ich nuklear gesagt? Ich habe nicht nuklear gesagt. Hast du dich verhört? Ich habe natürlich nukular gesagt. Natürlich nukular. Das ist ja der Fachbegriff. Ja, siehst du, Neo? Weil deshalb wisst ihr auch, oder jetzt wisst ihr auch, warum ich euch nicht lese, wenn ich Sachen baue. Da lese ich einfach den Chat nicht mit. Und missachte einfach alles, was ihr sagt. Das hat zwei Dinge zur Folge. Erstens, meine Raketen sind nicht völlig überdimensioniert und riesengroß und ich fliege nicht jedes Mal mit einem Tourbus durchs Weltall. Und zweitens, ich vergesse dauernd Sachen und ihr hattet es vorher gesagt. Aber es hat immer seine guten und seine schlechten Seiten. Ihr habt ja prinzipiell auch recht, wenn ihr helfen wollt. So, jetzt unser letzter Durchflug ohne Atmosphäre. Und nein, ich mache das nicht mit Absicht. Wir werden versprochen, auch wenn wir eigentlich jetzt nur noch so um und bei 5 Minuten auf dem Stream haben zeitlich, wir werden auf jeden Fall jetzt noch in diesem Stream mit den Forschungspunkten in den R&D-Komplex gehen und gemeinsam entscheiden. Also ich entscheide, ihr dürft zugucken und ich tue so, als ob ich euch fragen würde. Ihr dürft natürlich gerne eine Meinung abgeben, um Himmels Willen. Was für Bauteile wir freischalten. Wo wir gerade beim Thema Nukular sind, ich hatte das vorhin schon mal kurz angerissen, ich möchte auf jeden Fall die Nukular-Triebwerke freischalten, damit wir den ersten Satelliten, auch den Rover, gut nach Duna bringen können in 140 Tagen. Wahrscheinlich mittlerweile nicht mal mehr, weil wir die ganze Zeit um Körben rumrotieren. Ich mache jetzt hier auch mal das hier weg, damit es uns nicht um die Ohren fliegt gleich. Oder? Brauchen wir das noch? Nö, falsch ein bisschen scharf. Weg damit. Jetzt ist eigentlich alles geritzt dafür. So, und warum ich das auch noch machen möchte ist, und ich glaube die, weiß nicht, hatte ich das vorhin schon fertig ausgeführt oder hatte ich da dann abgebrochen, weil irgendwas anderes war? Ich glaube, da hatte ich dann abgebrochen. Dahinter müssten irgendwo die Reaktoren kommen und ich will für die Mondbasis, ich möchte gern hier auf der Mondbasis den Betrieb von am Boden stehenden Atomreaktoren testen. Weil die Moonbasis 1.0, also die es hier schon gibt, wo ist sie? Da. Die ist so ein bisschen unbefriedigend, weil der Mond ist ja so wie, ich erkläre es jetzt mal kurz, die meisten von euch werden es wissen, der Mond ist ja tidal locked auf Englisch oder Gezeiten gebunden an die Erde. Und so ist der Moon auch an Körben gebunden. Das heißt, während der Mond oder auch der Moon einmal um den Planeten rumrotiert, rotiert er auch einmal um sich selbst. Das ist der Grund, warum ihr immer die gleiche Seite vom Mond seht, wenn ihr von zu Hause guckt. Also immer die gleiche Seite vom Mond, also egal wo zu Hause ist in dem Fall auch, ihr könnt auch verreisen, es wird immer noch die gleiche Seite vom Mond sein, die zur Erde zeigt. Und hier eben auch. Und das hat den Nachteil, also auf der unserer Erdumlaufbahn, Bobs bester Freund ist auch noch da, hallo Bob, sind das 28 Tage, ne?
die typischen 4 Wochen, Mondmonat nennt man das, glaube ich, auch, braucht der Mond für einen kompletten Umlauf. Und die braucht es halt auch, damit es einmal hell und dunkel wird auf dem Mond, weil entgegen der Benamung ist die dunkle Seite vom Mond nicht immer dunkel, sondern die dunkle Seite vom Mond ist einfach die Erdabgewandte, die ist manchmal auch hell. Zum Beispiel, wenn wir einen Neumond haben, wenn der Mond für uns dunkel ist, ist auf der anderen Seite hell. So, und das Problem der Moonbasis 1.0 oder der Moonbasis Alpha ist, die steht natürlich 6 Tage im Dunkeln. Ich habe da Solarzellen rangebaut und sie lebt so mehr schlecht als recht, um es mal nett zu formulieren, von ihrer Fuel Cell in der Zeit. Aber das ist natürlich keine Dauerlösung. Und da war die Überlegung, auf die Wunder der Atomkraft zurückzugreifen. Und hatte ich eigentlich auch gedacht, als ich dieses Power-Relay-Ding da aufbauen wollte auf dem Mond, habe festgestellt, ich habe gar keinen Atomreaktor, also schalten wir auf jeden Fall in die Richtung was frei. Das zweite Ding, da weiß ich tatsächlich nicht, wo ich im Baum gucken muss, da würde ich eher vermuten, unten beim Kolonisierungszeug, ist eine sogenannte Power-Distribution-Unit, muss es eigentlich irgendwo geben. Das sind so Gebäude. Oh oh, Homesickness. Sehr schön, aber ja. Tourist. Kein Tourist mehr. Luis hat das ein bisschen besser weggesteckt. Die anderen Vögel haben gerade Tschüss gesagt. Ja, Luis hat gesagt 7 Tage noch. Ladingu und Theo haben jetzt gerade in den Touristenmodus geschaltet durch das Absprengen, aber das sollte auch noch unkritisch sein. Luis hält noch 7 Tage durch. Und da dieses Power Distribution Ding verteilt, glaube ich, auf 1,52 Kilometer Umkreis auf andere Gebäude Strom. Und ich glaube, das habe ich nämlich auch noch nicht. Das wären so 2 Teile, die fände ich relativ spannend für unsere Kolonisierungsbemühungen oder Kolonisationsbemühungen. Weil die vieles vereinfachen würden. Also ich habe halt keinen Bock, dass ich irgendwo eine echt gute Basis eigentlich hinstelle. Und gerade auf so Monden wie dem Moon an sich ist es halt kritisch. Auf Duna zum Beispiel wäre es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Duna hat eine ungefähr ähnliche Umlaufzeit oder Umdrehungszeit wie Kerbin. Aber ich möchte mich halt einfach nicht von Sonnenenergie und sowas abhängig machen. Das können wir auch mitnehmen, aber ich möchte gern irgendwo eigentlich so einen Atomreaktor mit einer Power Distribution Unit hinstellen, wie auch immer das dann genau funktioniert, das wollte ich auf dem Mond halt noch rausfinden, damit wir stromunabhängig sind. So, und dann gucken wir mal, ob das stimmt, dass unter 25 Kilometer Höhe das Homesick wieder weggeht. Das wäre ja ganz schön. Hauptsache, sie werden nicht sick in ihrem kleinen Raumschiff und brechen da alles voll. So, Fallschirme sind scharf, das sieht gut aus. Ich gucke nochmal hier sicherheitshalber, jawohl. Gut, nach gefühlt 1000 Umdrehungen haben wir es geschafft, aber es ist keiner gestorben, bisher zumindest noch nicht. Und ich bin zuversichtlich, dass das heute auch nicht mehr passiert. Und ich nutze die paar Minuten, die wir... Ah, Return to Duty, scheint zu funktionieren, was du gesagt hast, Saruman. Vielen Dank. Ich glaube, den kann ich jetzt auch rausnehmen, Der nächste Stream wird Hardcore Kerbal sein auf YouTube am Donnerstag, wenn mich nicht alles täuscht, weil ich morgen Abend, ich wollte es eigentlich Mittwoch machen, das klappt aber nicht, morgen Abend bin ich selber unterwegs und reise im Auftrag des Herrn. Das heißt, Donnerstagabend geht's mit Hardcore Kerbal weiter. Und dann versuche ich ab nächste Woche mal ein bisschen wieder den normalen Rhythmus hinzubekommen. Da bin ich auch gerade dabei, in meiner privaten Zeitplanung so ein bisschen meine eigenen Wochenendtermine mal so ein bisschen zu streamlinen, dass das alles ein bisschen regelmäßiger wird, weil in letzter Zeit habe ich sehr viel die Termine hin und her geschoben und ich möchte gerne mal dazu kommen, dass das wieder irgendwie so ein bisschen verlässlich für euch wird. Also, dass wir wieder in diesen... Oh, Bobs allerbester Freund ist auch noch da. Freunde, jetzt ist genug mit Fake-Accounts. Sonst muss ich euch alle wieder unfollow-bannen. Ich habe keine Ahnung, ob sowas geht. Damit wir ein bisschen regelmäßiger werden. Also, dass wir wieder sowas schaffen wie am Donnerstag kommt das eine und am Sonntag gemütlich das andere. Und zwischendurch schmeißt man mal RSS rein, dass ihr einfach nicht dauernd überlegen müsst, wo jetzt schon wieder was ist. Und die Ausnahme dann eher, also es eher die Ausnahme ist, dass das mal am anderen Tag läuft. Und da arbeite ich drauf hin und ich bin guter Dinge, dass das in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen auseinandersortiert bekomme. So, jetzt bin ich total gespannt. Im Auftrag des Herrn habe ich jetzt nur so gesagt, das ist so ein Blues Brothers. Kennst du die Blues Brothers nicht? Doch, du kennst doch die Blues Brothers, oder? Mimia,
Wenn nicht, google mal nach Blues Brothers im Auftrag des Herrn. So, Recover Vessel. Ich bin sehr gespannt, wie viel Science es ist. Laden, 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 laden. Und Fenaro One, danke für dein Follow. Und wenn ich das auch noch falsch ausgesprochen habe, tut es mir unsagbar leid. Aber danke für dein Follow. Bam, 2640. Also die 2,5, die ich mir vorgestellt hatte, die haben wir geknackt. Und auch an den Putzbert natürlich ein dickes Danke für dein Follow. Und ich glaube, ich sollte, wenn ich das bis nächstes Mal eingerichtet bekomme, mit diesem Follow-Ziel-Anzeiger, sollte ich ein bisschen höher gehen als 3. Und der Luis hat tatsächlich Level 2 erreicht. Ich glaube, der war bisher immer nur am Mond unterwegs. Jetzt müssen wir hier mal diesen Grafikbug kurz umschiffen. So, wir haben 2640 Science-Punkte und die geben wir jetzt noch aus, bevor der Stream zu Ende ist. Und zwar, ich fange mal mit den ganz einfachen Entscheidungen an. Nämlich Nuclear Propulsion oder wie wir es im Fachkreisen auch nennen, Nuclear Propulsion. Da kriegen wir den Nerf Atomic Rocket Motor, wir kriegen das Kendall Traveling Wave Reactor Engine. Was auch immer. Können wir uns dann angucken. Ein Solid Core Nuclear Engine und ein Torrey Nuclear Ramjet Engine. Gucken wir uns alles später an. Wir holen uns auf jeden Fall Nuklear-Technologien. Da geht dann oben anderer Nuklear-Kram auf. Und zwar Nuclear Power und Nuclear Improved Nuclear Propulsion. Improved Nuclear Propulsion würde ich jetzt erstmal noch höflich ignorieren, denn ich denke, die Antwort auf meine Fragen liegt hier, und das ist de facto auch so. Der Curb Power Fission Reaktor, das Scout Power Pack, der kleine Nuclear Reaktor, der sehr kleine Nuclear Reaktor und der, wie heißen die auf Deutsch? Molten Salt ist Flüssigsalzreaktoren heißen die, glaube ich. Nee, Thorium? Sind das nicht Thoriumsalzreaktoren? Erzähl ich das nächste Mal was zu. Ich hatte da letztens, tatsächlich erst vor 3-4 Tagen, eine Doku drüber geguckt. Erzähl ich mal was dazu. Okay, die kaufen wir uns schon mal. Zack. So, ein sehr spannendes Reaktorkonzept, was sich irgendwie nie durchgesetzt hat, obwohl es eigentlich witzigerweise total sicher ist. Aus Gründen. Gibt es eine coole Doku bei Netflix, Amazon Prime, ich weiß es nicht. Was ist hier jetzt passiert? Improved Nuclear Power. Nuclear Full Systems. Okay, das können wir uns, glaube ich, später nochmal angucken. Putzbert, wenn du die Mods finden willst, geh einfach mal auf meinen YouTube-Kanal. Meinen YouTube-Kanal kannst du, glaube ich, mit Ausrufezeichen YouTube verlinkt bekommen. Falls ich so schlau war, das zu machen. Ich hoffe, das habe ich schon getan. Wenn nicht, ist es youtube.com/wintermancer. Und unter den aufgezeichneten Folgen von dieser Serie, also von Hardcore Colonization, die du auf youtube.com/wintermancer findest, ist ein... Ah, ich habe den Befehl wohl nicht gebaut, aber schön, dass ihr ihn alle eingebt. Okay, den sollte ich vielleicht noch einbauen. da ist die Modlink-Liste verlinkt. Und ich gucke jetzt mal ganz schnell. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich diesen Befehl gemacht hatte. Ich habe garantiert wieder das falsche Permission-Level gemacht. Und dann gucken wir gleich noch, ob wir uns irgendwo durchhangeln können zu diesen Distribution-Dingsbums. Custom-Commands. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Aber ihr könnt einfach, schön verarscht, das ist viel einfacher. Ausrufezeichen CCAN und dann bekommt ihr den Link zum CCAN-File für Hardcore Colonization. Also einfach mal Ausrufezeichen CCAN, also C-K-A-N, dann bekommt ihr den Link zum CCAN-File direkt hier im Chat. Voll gut, ne? Professor Lesch hat darüber auch ein Let's Play gemacht. Ich glaube nicht, dass es ein Let's Play war, aber ich weiß, was du meinst. So, Specialized Electrics. Ich würde, glaube ich, diesen Weg runtergehen. Meiner Meinung nach. Was sagt ihr? Also, wir sind auf der Suche nach einer Power Distribution Unit, ne? Wir haben 2040 Nupsi-Punkte noch. Mein Versuch wäre jetzt zu sagen, wir gehen in Richtung Specialized Electrics. Ich muss ja unbedingt den verborgenen Tech-Tree spielen, weil es so viel spannender ist. Wie ich mich darüber gerade ärgere. Weil ich glaube, dass hier dann irgendwann Theorie... Also A, kriegen wir bessere Batterien, das ist nicht falsch. Und B, hoffe ich, dass da eine Power Distribution Unit kommt. Ich probiere es jetzt einfach. Hm.
keinen echten Erfolg gehabt. Hier wird es dann eher abgedreht. Power Coupler. Power via Physical Cables. Power Coupler, Logistics Consumer, Power Distributor. Distributes Power to nearby Power Couplers. Aha! Das ist doch schon mal gut. Das heißt, wenn wir die Dinger hier haben, Power Coupler, ihr müsst mir jetzt mal sagen, auch die Leute von euch, die eventuell schon Erfahrung mit diesem USI-Kram gemacht haben. Ich lese das jetzt so: Wenn ich die Power Coupler mir hole, dann habe ich genau das, was ich eigentlich haben will. Ich habe dann einen Teil, wenn ich das anbaue, an zwei Gebäude, dann habe ich 500 Meter Reichweite, in denen der Strom zu anderen Power Couplers, also zu diesen Bauteilen, verteilt wird. Das heißt, würde ich jetzt meinen Nuklearreaktor in die Mitte meiner Basis stellen, mit einem Power-Coupler dran und würde dann rundrum in 500 Meter Umkreis andere Gebäude aufstellen, die diesen Power-Coupler dran haben, kriegen die Strom, oder? Also das ist meine Logik, wie ich es verstanden habe. Und dann würde das nämlich heißen, wir wollen dieses Bauteil haben. Wir wollen unbedingt dieses Bauteil haben. Ich gebe euch jetzt mal kurz Zeit zu antworten. Ich weiß, es ist ja so ein bisschen Chat-Verzögerung. Ganz schön teuer mit 1000 Punkten, aber ähnlich Fuel Pipes. Aber Kabel sind ja dann wahrscheinlich die ganz normalen Kabel. Aber Kabel hat man doch noch bestimmt, oder? Macht mir nicht traurig. Man muss doch nicht noch Kabel kaufen. Wo ist hier eigentlich? Kirbytard, Colonization, Medic. Oh, hier gibt es das erste Medical Bay. Das ist auch 1000. Oh Gott. Advanced Logistics. Ich kaufe das jetzt mal, weil eigentlich ist es genau das, was wir haben wollen. Kabel sind enthalten. Das ist doch schön. Ich kaufe das jetzt mal. Wir finden es raus. Wir können auf dem. Habe ich schon kaufen geklickt? Wir können auf dem Mond oder auf dem Landingpad ja testen. So. Und jetzt wäre noch die Überlegung zu sagen, dass wir uns hier mal weiterkaufen, weil es ist A, preiswert zu haben. Und wir könnten danach noch eine 300-Punkte-Technologie holen. Und B, hätte ich gerne Hitzemanagementsysteme ein bisschen weiter ausgeforscht, weil wir jetzt mit Reaktoren anfangen. Wir müssen irgendwie die Hitze von den Reaktoren wegbringen, damit uns die Basis nicht irgendwie explodiert. Zack. Also da frage ich euch jetzt auch gar nicht weiter, weil brauchen wir. So, und jetzt haben wir noch eine 300-Punkte-Technologie potenziell frei. Oder natürlich was Preiswerteres. Wir könnten jetzt, ich würde jetzt glaube ich mal anfangen mit den Überschusspunkten. Heavy Command Modules. Ist natürlich auch nicht ganz schlecht, ne? Wie viel Habitation bieten die an? Außer nichts. Krass, gar keine. Puh, aber da passen dann 6 Leute rein, ne? Okay. Unmanned Tech. Auch nicht ganz schlecht. Oh, hier wäre natürlich noch ein bisschen Science und eine große Relay-Antenne. Ha, schwierig, schwierig, schwierig. Wisst ihr was? Die 300 Punkte lasse ich jetzt erstmal offen und gebe euch einfach mal auch auf YouTube die Zeit, da eine Meinung zu haben. Wir haben jetzt hier schon ein paar Sachen gekauft. Wir haben noch eine 300-Punkte-Technologie. Für was soll sie ausgegeben werden? Gebt einfach mal eure Meinung mit ab. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr jetzt hier bei Twitch geguckt habt, dann schreibt es gerne auch in die Kommentare, wenn es bei YouTube rauskommt, was in ein paar Tagen, 3 oder so, der Fall sein sollte. Und dann würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Sorry, dass der Rückflug so ein bisschen lange gedauert hat, aber es hat sich gelohnt. Und wir werden uns in der nächsten Folge damit beschäftigen, mal einen Atomreaktor für den Mond zu bauen. Nukular. Und dann natürlich noch die restlichen Science-Punkte auszugeben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.
Mein Name ist Robert und tschüss.